Wie ist denn die Lage in Deutschland? Die Lage, die allerdings der Reichskanzler von diesem Platz aus nicht dargelegt hat. Ein Heer von nahezu 5 Millionen Arbeitslosen zeichnet den Weg ihrer Politik. Ein Bauernstand, der in den Ost- und Nordprovinzen schon zur offenen Rebellion übergegangen ist, zeichnet ihre Politik. Ein zertretener Mittelstand, der nicht mehr weiß, von einem Tag an den anderen zu kommen und durch einen unerhörten Steuerdruck zu Tode gepresst wird. Das ist das Ergebnis ihrer Politik. Das Reich ohne Kredite und ohne Geld, die Länder vom Reich geknebelt und nicht mehr zu den primitivsten Aufgaben in der Lage, die Städte vor dem Bankrott, die Hauptstadt Berlin schon heute im Begriff, ihren Besitz zu verscherbeln, um am Ende des Monats ihre Beamtengehälter bezahlen zu können. In den Reichsfinanzen ein größer und größer werdendes Loch, ein Defizit, das sich nicht mehr zustopfen lässt, das nicht mehr zu erledigen ist. Der Sozialetat auf allen Gebieten abgedrosselt, die sozialen Errungenschaften allüberall abgeschafft. Und dann der Lohnraub auf allen Gebieten, Schiedsbrüche, die dem Arbeiter zu wenig zu leben und zu viel zum Sterben geben. Und dann als Ergebnis ihrer Politik nach außen hin ein Versager nach dem anderen, Polen vor den Toren Oberschlesiens, das Deutschland von heute abgerüstet einer waffenstarrenden Welt gegenüber. Das ist das junge Deutschland, das der Reichskanzler allerdings nicht geschildert hat. Dass er allerdings damit zu verdecken strebt, indem er erklärt, ich habe nicht die Absicht, hier programmatische Erklärungen abzugeben. Nein, Herr Reichskanzler, es ist nicht wahr, wenn Sie heute der Opposition den Vorwurf machen, Sie wolle eine Katastrophe. Die Katastrophe brauchen wir nicht zu wollen, die haben Sie herbeigeführt. Was uns von Ihrer Politik unterscheidet, ist, dass wir den Mut haben, eine Katastrophe eben eine Katastrophe zu nennen, dass wir den Dingen den richtigen Namen geben. Sie können sich vielleicht darauf berufen, dass wir erklären, jedes Land hat derartige Krisen durchgemacht. Und jedes Land ist über derartige Krisen, wenn die Volkseinheit bewahrt worden ist, hinübergekommen. Dass die Krise besteht, das ist doch nicht der Gegenstand unserer Kritik. Dass aber ein System weiter besteht, das vor anderthalb Jahren Segnungen und Frieden und Freiheit und Schönheit versprochen hat, und dass dieses System diese Krise heute festsetzt und weiter in Amt und Würde und Macht befindet, das ist es, was wir bekämpfen. Allerdings sind ähnliche Krisen auch über andere Völker hereingebrochen. Aber erst dann konnte ein Volk zur Überwindung der Krise schreiten, wenn das System, das die Krise verursacht hatte, abtrat und denen Platz machte, die gegen die Krise Protest erhoben hatten.